Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Nico der Profi und das ist mein Feedback zu eurem Feedback zu Es gibt keine Arc Storytime mehr. Ich versuche das mal ein bisschen strukturiert zu machen. Ich gehe mal auf die Kommentare ein, die es unter dem Video gab. Die waren durchweg positiv. Also einige haben halt auch einfach den Sinn des Videos nicht gecheckt und auch da wieder mehr Arc gefordert. Und teilweise wurde es auch über Instagram gefordert, was ich nicht verstehe, aber ist egal, müssen mitleben. Fass mal kurz für euch die Kommentare zusammen, was da so abging. Ne? Also viele haben auch ihr Bedauern einfach geäußert, dass sie es jetzt sehr schade finden, dass es kein Storytime mehr gibt. Andere sind sehr froh darüber, dass es jetzt was Neues gibt, endlich mal nach 1,5 Jahren. Und die meisten haben auch noch ihre Dankbarkeit einfach gezeigt oder ja, ausgedrückt für meine Videos, die es bisher gab. Und das hat mir so ein bisschen auch bewusst gemacht, wie viel Einfluss ich quasi mit diesem Kanal bisher hatte, weil es sind fast 900.000 Aufrufe, die wir auf dem Kanal haben. Das heißt, ich habe halt sehr vielen Menschen scheinbar auch geholfen, irgendwie ihren Start in ARK hinzubekommen oder generell irgendwas bei ARK zu schaffen, ist mir in den Kommentaren nochmal bewusst geworden. Krass. Vielen Dank für die Resonanz einfach. Und vielen Dank vor allem auch für die sehr, sehr langen Kommentare. Weil ich kenne es von mir persönlich einfach nur, ich schreibe so lange Kommentare unter einem YouTube-Video, nur wenn irgendwie der Content-Creator mich da in irgendeiner Art und Weise berührt oder mir der Content einfach sehr, sehr gut gefällt. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, ehrt mich sehr. Und es gab auch eben noch viele, die einfach diese Entscheidung auch respektiert haben. Und das feiere ich, weil ich scheine so einfach ein bisschen auch als Persönlichkeit, also als ne, die Person hinter Nico der Profi, beziehungsweise ich bin ja Nico der Profi offensichtlich, aber scheint so ein bisschen auf dem Kanal angekommen zu sein. Und das freut mich, weil ich eben mehr bin als Tutorials und Guides. Und das möchte ich auf dem Kanal auch zeigen und das wurde sehr positiv angenommen und das freut mich. Das Video hat sehr viele Aufrufe gemacht, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte irgendwie, das wären 200 und dann war es das. Wir sind jetzt bei über 1000 und auch die Likes sind halt phänomenal. Ich glaube, wir sind irgendwie bei irgendwas bei 170, was crazy ist, weil kein Storytime-Video oder kein Real-Life-Video von mir hat irgendwie in irgendeiner Form so viel Resonanz erzeugt. Vielen Dank auch dafür. Thema Persönlichkeit würde ich auch gerne mehr in den Fokus rücken wollen. Das heißt, ich würde gerne öfter irgendwie sowas hier machen. Also nicht irgendwie Ansagen an euch oder erklären, warum ich irgendwas auf dem Kanal nicht mehr mache, sondern irgendwie, naja, dass wir halt was zusammen machen auf dem Kanal. So ein bisschen Oldschool-YouTube-mäßig, 2012, 2013-mäßig. Aus der Zeit komme ich ja quasi selber. Und da schauen wir mal, was wir machen. Ich muss mir dann auch irgendwas überlegen, was irgendwie auch unterhaltsam ist und was man auch längerfristig machen kann. Aber das wäre so mein Plan. Ansonsten soll es jetzt jeden Mittwoch ein Minecraft-Video geben. Warum Minecraft? Minecraft macht mir Spaß. Ich habe sehr viel Spaß dabei, das aufzunehmen und zu schneiden und hochzuladen. Und ich habe momentan halt nur für ein Video die Woche Zeit. Beziehungsweise kriege ich definitiv ein Video die Woche hin, das kann ich fest sagen. Und möchte das einhalten. Deswegen jeden Mittwoch Minecraft, 17 Uhr. Und Plan ist erstmal, dass wir das durchspielen. Und dann schauen wir weiter, was dann kommt. Wir wurden ja viele Games vorgeschlagen, wie Subnautica und keine Ahnung was. Habe ich einfach die Zeit momentan nicht für. Beziehungsweise möchte ich mich einfach auf Minecraft konzentrieren, das einmal vernünftig machen. Falls sich jemand fragt, ob ich die Entscheidung bisher bereut habe, nope, überhaupt nicht. Auch wenn Minecraft deutlich weniger Aufrufe macht als Storytime, das ist halt ab sehbar gewesen so, weil ne, wir haben halt hier einen ARK-Kanal, hier war überhaupt LEA-Content drauf. Das ist klar, dass die Leute dann nicht unbedingt auf Minecraft klicken, aber die Videos zeigen auch mir ganz klar auf, dass ich noch halt ne, Sachen habe, an denen ich arbeiten kann, wie Thumbnail-Design oder eben Titelauswahl, hast du nicht gesehen, um eben auch mehr Leute auf die Videos zu ziehen und deswegen ist das wunderbar, also wieder eine neue Chance, die sich ergeben hat, die ich auch annehmen möchte. Ich denke, auf lange Sicht wird das einfach halt für den Kanal besser sein und für mich vor allem und dann auch für euch, weil ich habe Spaß an den Videos und wenn ich Spaß daran habe, habt ihr Spaß daran und das ist dann quasi Win-Win-Situation, ne? Das kann man so sagen. Was kommt noch auf dem Kanal? Beziehungsweise gibt es noch Guides und Tutorials? Jein! Wenn es ein Spiel gibt, wo ich was authentisch zu machen kann, dann ja, ich kann mir jetzt nicht irgendwelche Minecraft-Tutorials aus den Rippen schneiden, wenn ich das Spiel 5 Jahre nicht gespielt habe. Was ich aber eventuell machen könnte, ist, wenn Minecraft Dungeons rauskommt Ende Mai und mir das Spiel gefällt und es da irgendwie Tutorial-Contents gibt, dazu was zu machen. Das könnte ich mir vorstellen. Also Tutorials und Guides sollen auf jeden Fall irgendwie ein Teil des Kanals bleiben. Das würde ich mir zumindest wünschen, weil offensichtlich kann ich das ganz gut und da kann ich vielleicht nochmal dem einen oder anderen helfen, auch in einem anderen Spiel. Wäre ja schön. Ich glaube, das war's. Ja, ich freue mich einfach, dass ich auch ein bisschen mehr auf meinem eigenen Kanal angekommen bin. So, das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank für das Feedback. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder bei einer neuen Runde Minecraft und gucken, was die Zeit bringt. Vielen Dank. Bis hierhin. Bis zum nächsten Mal und macht euch einen schönen Tag. Ne? Tschüssi.